Durch das Masterstudium hat sich ein verlässliches Netzwerk gebildet, von dem wir alle profitieren. Mein Name ist Philipp Schöll. Ich bin aktuell Leiter des Programmbüros Digitale Transformation beim Unternehmen Trumpf. Trumpf ist ein familiengeführtes Hochtechnologieunternehmen mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart. Mittlerweile beschäftigen wir 12.000 Mitarbeiter an über 70 Standorten weltweit. Mein Name ist Stefan Oemke und ich bin beim Automobilzulieferer Vibacoustic global für das Geschäft mit europäischen Kunden verantwortlich. Vibacoustic ist der Marktführer für Schwingungstechnik im Automobil. Wir liefern schwingungstechnische Komponenten, die den Fahrkomfort verbessern, an alle namhaften Automobilhersteller der Welt. In dem Bereich der flexiblen Blechbearbeitung sowie der industriellen Lasertechnik sind wir Weltmarktführer. Ich wollte verstehen, wie Produktion funktioniert und wie der Weg von der Idee bis zum Endprodukt noch effizienter gestaltet werden kann. Deswegen habe ich mich entschieden, berufsbegleitend an der Hector School in Karlsruhe den Master für Production and Operations Management zu machen. Herausforderungen sehe ich aktuell vor allem darin, dass die Welt, in der wir uns bewegen, dass sie dynamischer wird, sie wird komplexer und sie wird unvorhersehbarer. Aktuell werden diese Herausforderungen sehr oft mit dem Thema digitale Transformation und Industrie 4.0 beantwortet. Aus meiner Sicht reicht diese Betrachtung nicht aus. Wichtig sind auch die Veränderungen an Organisationen und an die Menschen. Wir stehen global im Wettbewerb um die beste technische Lösung. Um den für uns zu entscheiden, brauchen wir clevere Köpfe, die mit technischem Sachverstand und Spaß an der Zusammenarbeit in crossfunktionalen Teams dazu beitragen, dass wir die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden erfüllen. Organisationsformen müssen sich darauf einstellen und adaptieren, damit sie Probleme schneller und effektiver lösen können. Auch das Geschäft mit unseren europäischen Kunden wird immer globaler. So ist es wichtig, dass ein Produkt, was hier in Hamburg entwickelt ist, auf der ganzen Welt, also in Asien, Amerika und Europa, gleichzeitig industrialisiert wird. Und das mit derselben Qualität. Dies bedeutet, dass wir in Summe 12.000 Mitarbeitern bei Trumpf vermitteln müssen, warum wir gerade jetzt, wo wir doch Rekordzahlen schreiben mit unserem bestehenden Geschäft und mit einer hohen Dringlichkeit die digitale Transformation umsetzen müssen. In der Automobilindustrie dauert ein Lebenszyklus ca. 6 Jahre. Das bedeutet, der Übergang von der Produktentwicklung in die Serie muss reibungslos sein. An der Hector School habe ich gelernt, Verschwendung zu identifizieren und Maßnahmen abzuleiten, um komplexe Prozesse schneller, besser und effizienter zu machen. Diese Weitsicht macht es auch möglich, den digitalen Wandel in unseren Produkten, in unseren Prozessen und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern umzusetzen. Heute leite ich einen komplexen Geschäftsbereich. Da ist nicht das Detailwissen gefragt, sondern das Systemverständnis. Aus den Vorlesungen der Hector School sind verschiedene Optimierungsprojekte entstanden. Diese wurden unter anderem mit dem Institut für Produktionstechnik und dem Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme durchgeführt. Wenn ich an die Zeit an der Hector School zurückdenke, fallen mir als erstes meine Kommilitonen an. Das war eine klasse Truppe von internationalen Kollegen, die schnell zu einem starken Netzwerk zusammengewachsen sind. Mir hat das Studium an der Hector School geholfen, den Weg von einer rein betriebswirtschaftlichen Verantwortung zu einer umfassenden General Management Position zu finden.